Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Lost Crown. Und ja, ich bin mir... Oh! Ich wollte eigentlich nach oben gehen, um mir das mit dem Dachfenster und alles... Also Dachfenster, mit den Fenstern halt anzugucken, um zu gucken, ob man da was sieht. Aber jetzt sehe ich, dass man mit dem Sessel auch was machen kann. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein... Okay, vielleicht ein anderer Apparat. Ich habe auch mal nachgelesen, was es mit dem... mit diesem Gespräch auf sich hatten. Das ist wirklich bei der Steam-Version ein Bug. Dass wenn man den Professor in der Höhle anspricht, dass man da nicht mal rauskommt. Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Ja, das mache ich aber gleich. Erstmal Fotos hier. Ich will sowieso nach oben. Miep. Miep. Ja, jetzt wieder so komisch. Das heißt dann eigentlich in der Regel, dass da nichts ist. Na komm, sag es. Er sagt's nicht, okay, aber wir wissen... Oh Mann, ich klicke mal das näher ansehen, anstatt weiter hochgehen. Ich fand halt die Fenster einmal schon grundsätzlich sehr auffällig. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn man da auch irgendwas machen kann, oder? Ja. Also so dieses Symbol an sich, das ist nicht auf. Richtig. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Nee, okay. Scheinbar doch nichts. Oh, das ist an dem Fenster. Das kann natürlich auch sein. Aber scheint auch nicht zu sein. Was wollte ich noch machen? Ach, die Aufnahme anhören. Genau. Ich wollte die Aufnahme anhören. Ich habe jeden neuen Beweis... Ja, schön. Das freut mich. Da. EVP. Aufgenommen beim Stuhl. Haber Cottage. Also ich kann es irgendwas mit das irgendwas, dass es passiert oder so, dass es happened oder irgendwie sowas. Aber sonst kann ich da noch nichts ausmachen. Der Lichtstrahl ist mir vorher auch nicht aufgefallen. Ist mir gerade erst aufgefallen mit diesem Lichtpunkt. Und hier dieses L halt, ne? Das kommt mir halt sehr bekannt vor wie in dem in diesem Tagebuch, was es da gab. Kann man da irgendwas machen? Nee, ne? Okay. In dem Tagebuch, das es da gab, ja. Da war ja auch dieses M und L. Sonst noch irgendwas? Aber jetzt weiß ich, wie das alles aussieht. Da kommt immer so ein Dings da gut, wenn man es näher ansieht, aber... Manchen Sachen halt nicht, ne? Wie bei dem Fenster. Ich habe echt gedacht, bei dem Fenster wäre was. Könnte man was machen. Hab ich wirklich erwartet. Ach, was ich noch per Zufall herausgefunden habe, beziehungsweise ist mir in der Aufnahme dann aufgefallen, und dann habe ich da ein bisschen näher recherchiert zu. Wir waren ja in dem Lighthouse, dann kamen wir mit Essen wieder raus, ne? Das kann man wirklich mehrmals machen. Und anscheinend gibt es auch ein Schwein in der Nähe von dem, in der Nähe von dem Typen, der die Schmiede hat. Und das kann man anscheinend damit füttern. Na guck, hier auf der Seite ist ja auch die dieses L und M. Das ist... Schade. Ich dachte halt, man könnte die vielleicht auch fotografieren. Das wäre eben cool gewesen. Wenn man das gekonnt hätte.
Aber hier dürfte jetzt auch nichts mehr weiter sein, ne? Ist ja nur das da. Dann kommt das da zur Tage. Dann die eingemauerte Wand. Also die Tür, die dahinter ist, sagen wir es so. Ja. Sonst ist ja hier nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal raus. Ich denke mal, wir könnten eigentlich... Wo könnten wir am besten hingehen? Wo waren noch seltsame Dinge? Ich glaube noch nicht, dass die Nanny so weit ist, dass wir sie begrüßen können. Ich denke mir einfach mal, wir könnten zum Strand gehen. Vielleicht können wir bei dem Maler zum einen mit dem Bild irgendwas sehen. Entschuldigung, ich musste gerade husten. Habe ich bestimmt rausgenommen. Und zum anderen vielleicht auch nochmal in der Höhle was. Da wollte er ja nicht weitergehen. Jetzt haben wir aber eine Kamera mit Nachtsichtgerät. Aber hier macht es wirklich nichts. Komisch. Hätte ich jetzt echt eigentlich erwartet. Ein Verlassen. Das guckt er sich ja auch nur an und sagt was dazu, aber macht nichts. Okay, da habe ich jetzt echt nicht damit gerechnet. Wir wissen, mit ihm reden wir nicht. Das bekommt uns nicht. Und jetzt kannst du ja weitergehen. Jetzt hast du ja das Nachtsichtgerät. Obwohl ich sowas echt hasse. Es ist zu dunkel. So vielleicht? Ja, so geht's. Gott. Das ist echt furchtbar. Ich kann überall hingehen, irgendwie habe ich das Gefühl. Geradeaus. Irgendeine Art Seemonster? Keine Ahnung. Kann ich von hier? Das ist jetzt auch so. Meereskreaturen? Was ist das? Das ist ein Lichtkegel. Ist jemand da? Bin ich hier allein? Also hier ist definitiv was. Kannst du mich sehen? Kannst du mich hören? Auch schön, wie der Akkustand sich immer verändert. Zeig mir, dass du hier bist. Bist du an diesem Ort gefangen? Kann ich dir irgendwie helfen? Achso, ich kann ja noch andere Dinge verwenden. Bei meinem Foto. Wow. Wow. Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme nochmal anhören, bla bla bla. Steht ganz schön aus, okay. Ja, gut. Aber wir haben ja auch ein Bild und dies und das und jenes, also. Okay. Also irgendwas sollen wir machen. Seltsame Kreaturen in das Grundgestein gemeißelt. Ja, aber überall. Also ich könnte ja nicht an seiner Stelle einfach mal so überall irgendwie langlaufen. Guck mal, da das Schwein. Oh, und da ist ein Schwein. Irgendeine Art Seemonster? Ja, sieht total nach einem Seemonster aus. So, das hatten wir ja. Dass wir uns in alle vier Richtungen bewegen können, das ist interessant. Okay, wir haben nur diese eine Richtung.
Denn jedes Mal, weil er so komisch innehält, dass hier gleich was passiert. So, da sind wir ja rein. Ich dachte, da könnte man irgendwie was mitnehmen oder so. Das wirkte gerade so. Seltsame. Ich höre den Doktor husten. Ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich sowas von nicht wohl, vor allem wenn da so komische Augen sind. Symbolische Bilder? Ja, total symbolische Bilder. Augen, die einen beobachten. Meeres? Gerade verwirrt, ich bin gerade echt verwirrt. Oh, diese Augen, ich mag nicht hingucken. Von hier aus bin ich noch gekommen, ne? Oder? Ja, okay. Ach, so ungewohnt, jetzt wieder alles schwarz-weiß zu sehen. Nee, ich will noch mal rein, weil da gab's ja noch einen Gang. Da gab's ja noch einen. Müssen nur wiederfinden. Das hier? Da kam ich her. Da war das eins weiter. Noch eins weiter? Ich weiß das nicht mehr. Doch, ich glaube schon, oder? Genau, den meine ich. Wenn man in den Abgrund blickt, starrt der Abgrund zurück in einen hinein. Was hattest du jetzt für Probleme? Weil ein Abgrund ist. Und du anscheinend dorthin könntest. Tiefe. Aber dann brauchen wir was, um darüber zu kommen. Aber was? Ja, definitiv eine Krone. Das ist wieder dieser Abgrund, ja. Ich hab nichts. Ich habe nichts, was dabei hilft. Das ist mein Problem. Aber ich muss doch irgendwas geben, oder? Aber ich bin doch jetzt eigentlich überall lang. Und hier die Planken kann ich halt auch nicht nehmen. Sonst hätte ich nämlich gesagt, einfach hier eine. Wow, jetzt auf einmal geht's mit deinem Brett. Könnte nützlich sein. Die anderen Bretter sind zu stark verrottet. Okay, hast du es mitgenommen? Ja, gut. Gut. Weil ich wollte gerade sagen, für die Schlucht, um die zu überqueren, könnte es auch so ein Brett ganz gut sein. Und dann kannst du aber nichts nehmen. Sich das erst an. Und dann können wir das doch hier hinlegen und drüber. Auch wenn das sehr wackelig aussieht, aber besser als nichts. Okay, muss ich das Brett wieder mitnehmen? Kann ich das einfach wieder mitnehmen? Naja. Solange es nicht kaputt geht. Ach, man, davon abgesehen, das könnte man auch ohne Probleme eigentlich drüber springen. Selbst ich machen. Und dann können wir noch mit dem Brett. Das ist nicht richtig. Das dann benutzen, denke ich. Das ist so das Einzige, was uns möglich geblieben wäre. Sache, das Brett ist. Das Brett ist zerbröckelt. Ist nicht kaputt. So viel dazu. Dann hoffen wir mal, dass es hier einen Ausweg gibt. Was ist denn jetzt? Der sagt aber auch nichts, ne?
Die Behälter sind bedrückend leer. Bedrückend leer, Meereskreaturen? Ja, Meereskreaturen, dann können wir hier weiter. Wo sind wir hier? Jegliche verborgenen Schätze sind lange fort. Die Behälter sind bedrückend leer. Und eine Kiste, die man aufmachen kann mit einem, mit sowas. Da fehlen mir die Hinweise für. Kann ich das einfach anmachen? Oder muss ich da einfach sowas machen? Oh, guck mal, auf der Kamera sieht man ein Feuer. Obwohl da eigentlich gar keins ist. Oh. Okay, gesagt wird wohl nichts. Nee, scheint so, dass nichts gesagt wird. Da ist... Seltsam. Der EMF-Regler zeigt eine Sequenz an. Oh. 2, 5, 1, 3. Okay, 2, 5, 1, 3. 2, 5, 1, 3. Okay, das könnte uns... Oh, ich habe natürlich mit dem Stift geschrieben, der nicht schreibt. 2, 5, 1, 3. Auch immer dieselbe. Dann könnte das vielleicht für die Kiste ganz hilfreich sein. Da waren ja römische Zahlen drauf. 2, 5, 1, 3. Das hat wirklich funktioniert. Was finden wir da drin? Bücher. Logbuch von Kapitän Walter Spiffy. Eine erfolgreiche Reise. Die Springfluten haben Wunder gewirkt. Schätze, Reichtümer, Artefakte bedecken den Meeresgrund. Reiche Ausbeute, Schwerte, Degen, Dolche. Jeder so geheimnisvoll wie schön. Doch noch immer keine Krone. Vielleicht muss sie erst noch von diesen uralten Klippen ins Meer fallen. Ich bin sicher, dass sie dort ist, versteckt. Wartend. Ich werde sie bekommen und Reichtum wird folgen. Wir müssen noch eine weitere Woche auf See bleiben. Alle müssen glauben, diese Schätze stammen aus Spanien und nicht von hier. Rohls Plan hat gut funktioniert. Ich werde meinen Teil der Vereinbarung einhalten. Fast wären uns diese verfluchten Felsen zum Verhängnis geworden. Eine Nacht werden die Pinnacles dieses Schiff holen, doch nicht solange ich Kapitän bin. Ich werde die Jungen und die Lungen, die Felsen mit... Was? Die Jungen? Nee. Keine Ahnung, markieren lassen. Doch die Jungen die Felsen mit Laternen markieren lassen. Jemand in der Stadt darf das Schiff sehen, sonst wissen sie, dass wir nicht aus Spanien kommen. Es ist Zeit, zurückzukehren. Gruul, der alte Geizhals, soll schon mal das Gold locker machen. Ich frage mich, ob Gruul einen lebenden Nachfolger hat. Soll schon mal die... unsere Ausbeute ist beträchtlich. Sein alter für Kuriositätenladen hat sich als guter Umschlagplatz erwiesen, mit Kunden aus London, die nur allzu gern für diese Schätze zahlen, ohne Frage zu stellen. Gruuls Geschichte ist ziemlich ausgekocht, denn jeder glaubt, diese Antiquitäten stammen vom Kontinent. Ha, die stammen so sehr aus Spanien wie ich. Zum Glück können Schätze nicht von ihren Reisen erzählen, sonst läge ich in Eisen, bevor das Schiff festgemacht hätte. Jemand hat uns verraten, die Hafenmauer war rot vor Zollbeamten. Sie müssen von unserer Rückkehr gewusst haben. Wer hat das getan? Hat Gruul uns verraten? Zum Glück kenne ich das ein oder andere Versteck. Wir werden unsere Schätze in Grindels Schlund verstecken, denn niemand wagt, diesen düsteren Höhle zu betreten. Dann können wir sicher und unbehelligt in Sexton einlaufen mit leeren Frachtraum und ohne Kapitän. Ich werde Gruul einen Besuch abstatten. Sonst ist ja nichts. Das war's jetzt auch schon. Wieder. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, denn ich mache hier einfach einen Schnitt, okay? Ja, okay. Okay, ich gehe noch ein Fenster weiter. Okay, hier ist gar nichts. Okay, gut. Ha, dann gehen wir wieder. Dann, ja. Keine Ahnung.
ja, wie gesagt, die Mann stellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss, eure Teil.